Willkommen zurück zu Rough Riders RC. Heute nehme ich euch mal mit. Heute habe ich meinen Männerkoffer dabei, den wo ich mir vorzeitig zum Geburtstag rausgelassen habe. Und den testen wir jetzt mal. Ihr seht ja, was draufsteht. Und wir machen jetzt mal einen First Fly. Viel Spaß damit. Abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, wenn ihr keine weiteren Videos verpassen wollt. So, Freunde. Da sind wir an unserem auserwählten Startpunkt. Wir sind natürlich ein paar Minuten ins Feld geflogen, haben uns mit der Dronik-App, und das würde ich auch jedem empfehlen, vorab abgesichert, dass wir hier starten dürfen. Da ist jetzt die Flugzone grün, also ich darf hier starten. Ich bin 100 Meter von der Straße da vorne entfernt, von allen Häusern und etc. Lange Rede, kurzer Sinn, wir dürfen hier loslegen. Deswegen, ich würde mal sagen, ich packe mal das Schätzchen aus. So, wie ihr seht, sind schon ein paar Akkus mehr vorhanden. Da nochmal an dieser Stelle danke an meinen Schatz. Die hat mir vorzeitig zum Geburtstag noch das Flymore-Paket gegönnt. Ich liebe dich, mein Schatz. Und ja, ich packe mal aus. Fernbedienung raus, Knüppel ranschrauben. Machen wir mal das Ding hier startklar. So, es ist nicht ganz der erste Flug. Wir haben schon mal über den Bikepark Rommelshausen so einen Flug gemacht. Aber ich habe da keinen Ton auf dem Video gehabt. Jetzt habe ich mir nochmal, habe ich mich ein bisschen schlau gemacht. Und das dient jetzt heute auch als Versuch. Wie kriegt man Ton unter die DJI-Videos? Und ich vermute, dass es so funktionieren wird. Ich schließe dieses Kabel an die Funke an. Dann über die Klinke schließe ich dann meinen Empfänger vom Rode-Mikro an und dann müsste es eigentlich aufnehmen. Wie gesagt, wir werden nachher in ein paar Minuten schlauer sein. Jetzt machen wir aber erstmal die Drohne startklar. So, ich habe mir auch so Flügelschutz schon mal bestellt. Macht eigentlich Sinn, weil die lottern da immer so durch die Gegend. So, Freunde, machen wir mal das Baby startklar. Die vorderen lassen sich nach unten klappen, die hinteren seitlich. So, Gimbal-Schutz weg. So, das wäre mal das Erste. Und ich verbinde jetzt, oder wartet mal, lasst mich noch meinen Schultergurt da anbringen. So, Dele. Natürlich. Wer mich kennt, wird nicht verwundert sein, dass ich schon wieder jeden Scheiß an Zubehör mir hier rausgelassen habe. Ob man es braucht oder nicht, aber ich glaube, so ein Gurt macht schon Sinn. So, wir machen mal die Funke an. Dann machen wir mal die gute Drohne an. So, und ich würde sagen, ich verkabel mich jetzt. Machen wir jetzt einen kleinen Cut. Ich verkabel mich jetzt mit dem Dings, damit der Sound jetzt direkt unter die Videos kommt. Und dann gibt es halt von der Sony Cam beim Felix nur noch den Sound von der Cam. Und meine Stimme wird dann hoffentlich unter dem DJI-Video sein. So, Freunde, wir haben es jetzt mal umgebaut. Den Koffer machen wir mal zu. Stellen den auf die Seite. So, ich würde mal sagen, ich mache jetzt mal auf jeden Fall eine Aufnahme. So. Ich mache auf jeden Fall Bildschirmaufnahme, damit du komplett mal alles aufnimmst, damit du deine Tonspur hast. So, Bildschirmaufnahme läuft. Ne, Bildschirmaufnahme muss ich noch machen, die schalte ich jetzt noch dazu. So, Bildschirmaufnahme, die ist auch noch mit dabei. So, Freunde, das dient jetzt alles. Mal schauen, ob wir dann auf den Videos Ton haben. Ich würde mal sagen, wir gehen mal in die Luft. Die Drohne steigt automatisch auf 1,20 Meter. Das immer so, ja.
Nur für euch zur Info, die Drohne ist registriert, ich habe eine Haftpflichtversicherung und alles, was man braucht, damit man starten darf. Sie liegt ja unter 250 Gramm und somit ist mit der Drohne einiges mehr möglich wie mit anderen Drohnen. Ich würde mal sagen, ich gehe mal ein bisschen hoch mit dem guten Ding. Ich fliege jetzt aktuell im Normalmodus, aber ich werde jetzt zum Filmen den Cinematic-Modus reintun. Dann, ich mache eine Bildschirmaufnahme, die kann ich ja euch ja dann auch mit reinschneiden. Wir gehen mal in die Luft. Im Cinematic-Modus geht es ja natürlich ein bisschen langsamer in die Lüfte. Ich guck mal, das Bild ist ein bisschen abgehakt. Signalstörung an der Fernbedienung im Flug. Kann ja nicht sein. So. Also wie gesagt, wir. Ja Freunde, das mit dem Ton hat jetzt so nicht geklappt. Ich muss mal gucken, woran das so liegt. Aber ich werde das jetzt einfach mal mit dem Voice-Over machen. Wir sind jetzt hier ein bisschen auf Höhe, auf 10 Meter, wenn ich mich richtig erinnere. Und sind mal ein bisschen so die Gegend abgeflogen. Die ersten Versuche allgemein mit der Mini. Also klarkommen muss man mit ihr nicht wirklich, die ist sehr einfach zu fliegen. Aber die ganzen Funktionen auf der Fernbedienung, die sind schon sehr komplex. Da gibt es sehr viel. Und das Ganze durchzuprobieren. Ja, jetzt fliegen wir erstmal ein bisschen Richtung Flughafen Leutenbach. Und zwar RC-Flughafen Leutenbach. Den seht ihr jetzt so von der Mitte des Bildes rechts. Ist so ein kleines Häuschen und da davor die Wiese. Das ist der Leutenbacher RC-Flugplatz. Also wenn ich mit meinen Helis noch weiter komme und alles und irgendwann mal schon ein bisschen fliegen kann, dann werde ich mal mit den Jungs dort Kontakt aufnehmen. Beim Spazierengehen, dort bin ich auch immer hängen geblieben, wenn sie dort ihre Flieger fliegen und so, das ist voll geil. Ja, ich lasse euch mal mit den Aufnahmen alleine und wir hören uns nachher. So Freunde, ich bringe mal die Drohne jetzt wieder nach Hause. Ich habe mal Return to Home gemacht. Ich höre sie schon, da vorne kommt sie, Rückkehrhöhe ist 50 Meter. Jetzt ist sie über unseren Köpfen. Ich tue mal geschwind. Ja, so kann ich nach unten schwimmen, direkt. Jetzt kommt sie, jetzt schauen wir mal, wo sie landet. Ziemlich genau auf dem Punkt, wo wir sie starten lassen haben. Kann man nicht meckern. Ja, hier haben wir den Return to Home Button ausgelöst und dann kam sie zu uns zurück.
Zack. Gut, aber wir gehen gleich wieder in die Lüfte. Ich will mal den Speed-Modus probieren. Obwohl, wir stellen jetzt erstmal ein, dass ich seitwärts fliegen kann. Das ist mir erstmal wichtig. Seitwärtsflug deaktivieren, weil ich muss seitlich fliegen können. Das ist mir wichtig. So. Jetzt haben wir das. Dann gehen wir mal wieder in die Luft. Akkustand ist noch 69%. So, und jetzt kann ich auch seitlich fliegen. So, perfekt. So, ich würde mal sagen, wir gehen mal auf 10 Meter. Jetzt bin ich exakt 10 Meter. Geh mal in den Sportmodus, da fliegst du bis zu 60 km/h und dann schicken wir sie mal, oder ich fliege sie noch ein bisschen darüber, weil nicht, dass wir durch die Straße da hinten fliegen. Und dann schicken wir sie mal nach vorne. Wow. Ja, das sind, wenn man sich's anguckt, 50 km/h rückwärts. Das ist im Sportmodus, nicht schlecht. Schon flott. Gut. Gehen wir in den Normalmodus zurück, da fliegt sie glaube ich bis 40 km/h. Gucken wir uns das nochmal an. Ja, das ist dann schon ein bisschen gemütlicher. Ich würde mal sagen, wir machen mal von uns zwei Vögeln ein Bild. So, kommt mal auf uns zugeflogen, machen wir mal ein schönes 48 Megapixel Foto, würde ich mal vorschlagen. Na, mal los. Aber ich komme mal ein bisschen näher ran. So. Komm mal ein bisschen runter auf 5 Meter. So. Komm mal ran. So. So. Und das ist halt jetzt Flug. So. Und jetzt gehe ich mal. Muss ich dazu wahrscheinlich die Aufnahme anhalten? Ich weiß es nicht, ich mach's mal. So, gehe dann auf Fotomodus. So, jetzt gibt es das Album. Ja, ich kenne mich noch nicht hundertprozentig aus. So, hier Film. So, gehe auf Foto. Ihr seht ja dann links, macht 48 Megapixel Bild. So, und löse das mal aus. Vielleicht sollten wir mal hochgucken auch einmal. Ja, das wollte ich jetzt nicht. So, bin ich noch im 48 Megapixel Modus, jawohl. Das hat er jetzt gemacht. Ja. Hier versuchen wir dann nochmal die Active Track Funktion zu aktivieren. Da muss ich dazu sagen, das funktioniert auch tipptopp mit der DJI Mini 3 Pro. Werde es irgendwann mal vielleicht noch auf dem Fahrrad probieren, aber Ziel ist, den großen Kraton 8S mal zu tracken, ihn mal über die Felder zu jagen und mal gucken, wie die Drohne damit klarkommt. Also das wird noch ganz interessant. So, wie ihr seht, ich laufe jetzt los, habe das aktiviert und ja, das war das Erste, da habe ich mich nur markiert. Jetzt tue ich mich praktisch tracken, einkreisen, starte das und die Drohne folgt mir wie so ein Hund beim Gassi gehen. Das ist echt cool. Ja, das ist jetzt natürlich auch keine Herausforderung, es sind jetzt keine Bäume in der Nähe oder etc. Aber ich habe schon sehr viele Videos gesehen, die hat einiges drauf. Also ich freue mich schon auf die Zeit mit der DJI.
So, jetzt noch ein paar vorprogrammierte Shots, die wo auf der DJI RC da installiert sind. Das ist der Helix. Da umkreist er dich und geht in die Höhe. Dieser Shot heißt Boomerang. Ihr seht ja, dass er wie ein Boomerang von uns weggeht und dann wieder zu uns zurückkommt. Auch nice. Diesen finde ich auch ganz cool, der heißt Astrolit. Und zu guter Letzt der Master Shot. Der Master Shot, das ist so ein Teil, da sind alle gespeicherten Flugformen, so wie der Helix Shot, der Boomerang, der Asteroid, der Rocket, der Droni und alles. Die fährt er alle nacheinander ab. Das dauert ca. 2 Minuten. Und danach stellt er dann halt so ein kleines Filmchen zusammen. Ich finde es klasse. Und ja, wie gesagt, mit der DJI, da gibt es so viele Funktionen und Möglichkeiten und. Also da werde ich jetzt auch noch eine Weile beschäftigt sein, das Ganze mal abzuchecken. Habe aber auch richtig Bock drauf. Jetzt warte ich nur noch auf schöneres Wetter. Nächste Woche sind 18 Grad angesagt. Dann hoffe ich mal 18 Grad mit Sonne, dass es zu ein paar geilen Aufnahmen kommt, und ich werde weiter die Drohne testen, mich mit den Funktionen vertraut machen und ja, unsere Locations beim RC-Fahren werde ich dann mal von oben abfilmen und solche Sachen, und ja, lasst euch da einfach mal überraschen, wie wir die Drohnenbilder jetzt integrieren. Zuerst müssen wir sie aber kennenlernen. Das werden wir aber, da mache ich mir keine Gedanken, und deswegen bleibt mir an der Stelle nur zu sagen, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke und wir sehen uns bei weiteren RC-Drohnen-Videos, Heli-Videos und alles. Ich wünsche euch einen schönen Tag, macht's gut und danke euch.